Das ist Sancho, eine 1,20 Meter lange Echse und neuer Mitbewohner im Sea Life. Der schwarz-weiße Teju gehört zu der Familie der Schienenechse. Mit buntem Obstkorb und geschmücktem Terrarium wurde Sancho heute im Sea Life Hannover feierlich begrüßt. Sein Einzug sorgt für großes Aufsehen. Die englische Tierschutzorganisation Specialist Wildlife Services hat Ende September die Echse Sancho aus London in einer Rettungsaktion nach Hannover gebracht. Als es dann hier angekommen ist, das Tier, wurde natürlich erstmal ein kleiner Medizincheck durchgeführt. Was wiegt das Tier, wie lang ist es und was für einen Zustand sehen wir das Tier? Und dann muss ein Neuankömmling sowieso erstmal in der Quarantäne verbringen, eine gewisse Zeit lang. Bei Reptilien sind das oftmals bis zu 3 Monate, weil die auch Infektionen mit sich tragen können, die man nicht sofort feststellen kann. Und wie ist es nun zu dem Namen Sancho überhaupt gekommen? Fanden wir einfach lustig. Also es gab ja diese Zeichentrickserie mit Sancho und Pancho. Das waren, glaube ich, die beiden Frösche, wenn mich nicht eigentlich alles täuscht. Und Sancho fanden wir ganz gut. Deswegen haben wir das hier dann Sancho getauft. Im frisch bezogenen Gehege angekommen, lässt Sancho sich das frische Obst schmecken und erkundigt und beschnuppert neugierig sein neues Gehege. Ab sofort kann Sancho nun in seinem neuen Gehege im Sea Life besucht werden.